Heiho, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir Harmoniegespräche geführt und genau damit machen wir dieses Mal auch weiter mit diesem Harmoniegespräch hier. Passt sogar, ein geheimnisvoller Ort. Boah, wir haben sogar die richtigen Leute in der Party. Diesen Ort empfinde ich als überaus geheimnisvoll, Ricky. Ja, ganz mysteriös ist unser Prophezeiungsraum. Empfangen hier die Noppern ihre Weissagungen? Ja, ja, richtig. Melly weiß, wie Noppern Prophezeiung bekommen. Oberobdanga erfindet sie durch göttliche Inspiration. Nein, wir sind mal nett und respektvoll, nicht wahr? Durch göttliche Inspiration? Hui, Melly weiß ganz viel über Noppern. Das Erythmeer schwebt direkt über unseren Häuptern. Es ist von hier, zu betrachten, lässt mich Seltsames empfinden. Ah, Ricky weiß. Ricky hat begriffen. Was mögt ihr begriffen haben? Melly will jemanden lieb haben und Ricky weiß wen. Ich glaube nicht, dass Ricky das mit... Obwohl, Ricky ist schon schlauer, als man denkt, aber... Man muss denken, das ist das erste Harmoniegespräch, was eigentlich quasi ziemlich früh in der Story kommt, von daher... Ihr meint euch? Ja, Melly weiß, nicht wahr? Wenn Melly Ricky knuddelt, was spürt Melly dann? Wenn ich euch im Arm halte, dann fühle ich eure Wärme und wohlige Geborgenheit. Als würden alle Sorgen entschwinden. Ricky überglücklichst! Genau dafür ist Ricky Heldenpong geworden, damit Melly ihn knuddelt. Ich denke, ich begreife nun mehr, was ihr fühlt. Melly und Ricky fühlen dasselbe füreinander. Melly kann jederzeit Rickys Fell kraulen und ihn knuddeln. Ihr habt ein großes Herz, Ricky. Mit eurer Erlaubnis werde ich mich gerne eures Fells annehmen. Oh, die beiden sind so knuffig. Wie Geschwister. Jo, was sagt mein schlauer Zettel? Mein schlauer Zettel sagt, im Erythmeer haben wir auch noch Harmoniegespräche zu führen. Erythmeer, und zwar Schlafdracheninsel und Ätherkraftwerk. Schauen wir mal, was davon ich zuerst entdecke. Ich gucke erstmal die Liste da links durch. Ätherkraftwerk. Sehr schön. Wo war denn hier das Harmoniegespräch? Das war, glaube ich, so ganz unten, ganz wild an diesem Berghang versteckt. Kann das sein? War das das? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Das war das, was ich damals schon ewig gesucht hatte. Platsch. Sample-Items. Sample-Items. So, mir will auf die Welt. Ich weiß nicht, hier irgendwo, hier? So am Rand, so ganz... Blöde? Nicht? Hier? Da. Wo? Hä? Laut Map... Müsste es genau hier sein. Oder war es doch oben? War es doch oben drauf? Ich habe es irgendwie unten in Erinnerung. Nein, der Typ stand hier unten bei der Quest, oder? Oh mein Gott. Oh, ich mag diese Insel nicht. Sie ist so klein und trotzdem finde ich mich nie zurecht. Es ist doch oben. Falsche Richtung. Wenn dann hier. Hier? Da vielleicht. Hier vielleicht. Nein, doch da ist es. Ah, okay. Gefunden. Dunban und Schala. Okay, dann müssen wir Schala einwechseln. Schala, hier. So, dann redet mal, ihr beiden. Was haben wir da? Ein wertvolles Geschenk. Was ist mit dir, Dunban? Du siehst so zufrieden aus. Tue ich das? Ja, nun sag schon, was ist los? Fiora hat mir ein sehr interessantes Geschenk gemacht. Oh, was denn? Ein seltenes Insekt. Man findet es nur in der Nähe von Colony 9. Willst du es einmal in der Hand halten? Oh nein, ich kann solche hier nicht ausstehen. Na gut, aber ich glaube, sie wird nett sein. Na gut, zeig mal her. Das ist aber eine seltsame Art. In Colony 6 gibt's die nicht. Sie wusste noch genau, für welche Spezies ich ein Faible habe. Deshalb bist du also so gut gelaunt. Freust du dich nicht über schöne Geschenke? Doch, natürlich. Aber ich hasse es, wenn man mir etwas gibt, was ich nicht mag. In solchen Momenten weiß ich nie, was ich sagen soll. Das kenne ich. Wenn mir zum Beispiel jemand Obst schenkt, dann überlege ich sofort, wie ich es unauffällig loswerde. Aber der Gedanke zählt... Ist sie jetzt ehrlich? Nein, ich glaube... Ich weiß es nicht. Der Gedanke zählt, oder?
Aber der Gedanke zählt. Das ist wahr. Aber manchmal führt selbst die beste Absicht in eine Sackgasse. Letztens hat Schulk Ricky einen Teil einer alten Maschine geschenkt. Was soll Ricky denn damit? Er freut sich doch nur über Sachen, die er essen kann. Genau. Ricky hat mich dann ganz hilfesuchend angeblickt. Ich musste laut loslachen. Schulk, manchmal fehlt ihm ein bisschen der Durchblick. Irgendwie niedlich. Allein Fiora hat er noch nie etwas Unangebrachtes geschenkt, oder? Da könnte er sich auf jeden Fall was anhören. Dir liegt viel daran, dass die zwei sich vertragen, oder? Ja, schon. Denn wenn ich Fiora jemandem zur Braut geben will, dann ihm. Was ist? Nein, nichts. Ich habe nur gerade überlegt, was für Dinge Fiora eigentlich mag. Das weiß ich jetzt spontan auch nicht auswendig. Jo, Schlafdracheninsel. Sagt mir gerade überhaupt nichts mehr. Gibt's das überhaupt? Ich sehe den Namen nicht mal. Okay, was habe ich da wieder aufgeschrieben? Ich habe meine Notizen. Wundervoll. Sind die Äthergespräche hier nicht ange... Doch, hier, Schlafdracheninsel. Wow, ich bin blind, oder? Da drehst du doch ganz groß. Schlafdracheninsel. Da ist noch kein Reisepunkt. Das bedeutet dann wohl... Schwimmen. Das bedeutet dann wohl Schwimmen. Tja, dann... Laufen wir erstmal ein Stückchen. Sammel-Items. Yay, Thermosklee und... Hochviolett. Sieht das da vorne? Ich glaube, das ist sie. Das wird ein ziemlich weiter Weg, Leute. Na gut, gucken wir uns jetzt halt die anderen schwebenden Inseln an. Das ist echt nicht cool, wenn man hier so runterfällt. Jo, auf geht's. Hieropon, Ricky. Schwimmen wir zur Schlafdracheninsel. Mache ich euch einen Schnitt oder laber ich euch mit irgendwas voll? Ich werde euch mit irgendwas voll labern. Gibt jetzt 3 Parts die Woche. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich die vielleicht nicht mehr alle 30 Minuten lange mache, sondern so 20 bis 30 Minuten. Hatte ich letzte Woche auch schon vor und sie sind trotzdem alle knapp 30 Minuten lang geworden. Von daher kann es gut sein, dass man den Unterschied gar nicht merken wird. Aber ja, das mit dem Rendern immer so unglaublich lange dauert, versuche ich da jetzt so vielleicht mal die Parts ein bisschen kürzer zu machen, wenn es klappt. Meistens klappt es nicht, weil Xenoblade ist so ein Spiel, wo man selbst in einer halben Stunde gefühlt irgendwie nichts schafft. So kommt es mir zumindest vor. Und ich würde sagen, wir machen jetzt in diesem Part die Harmoniegespräche fertig und dann machen wir im nächsten Part wirklich mit der Hauptstory weiter. Wirklich. Hat mir nach dem ganzen Hauptstory-Drama jetzt 2 Parts Abwechslung mit den Harmoniegesprächen und dann gibt es beim nächsten Mal wieder krasse Hauptstory-Action. Das ist ja gerade schon ein bisschen spannend. So, und jetzt sollten wir eigentlich... Wow... bei brutalen Monstern angekommen sein und beim Harmoniegespräch. Ist nur die Frage, wo ist das Harmoniegespräch? Hoffentlich nicht hier oben drauf, sondern hier unten irgendwo. Da ist es. Es ist hier echt so ein bisschen gefährlich, aber wenn dann die Schildkröte sich nicht umdreht, müsste das eigentlich gehen. Ryan und Ricky. Warum reden die auf dieser Brutalo-Insel so weit am Anfang vom Spiel? Also am Anfang vom Spiel im Sinne von, wenn sie so wenig Harmonie haben. Was man ja eigentlich am Anfang vom Spiel schon schafft dann. Okay. Flieg, Fischlein, flieg! Vielleicht wegen der Thematik. Hey, Ricky! Was machst du denn da? Schau! Ganz viele Fische! Ricky sieht Flügelfische aus Wasser sprengen. Schau! Ich sehe nichts. Außerdem Fische mit Flügeln? Sowas gibt's doch gar nicht. Nur Scherzkeks. Augen aufmachen! Ricky nicht dumm! Augen aufmachen. Augen aufmachen! Schau, Fisch fliegt! Leute, tatsächlich. Die können ja wirklich fliegen. In Dorf und Wald gibt's keine Fliegfische. Sind Seltenheit. Ja, stimmt. Da habe ich auch nie einen gesehen. Dann gibt's nur eins. Wir fangen einen und grillen ihn. Gleich hier und jetzt. Na gut, Ricky ist verfressen, oder? Ricky will gleich 5 Stück. Na dann los! Zeigen wir den Fischen, wer die besten Angler auf Bayonis sind. Na, nein! Was denn jetzt los, Kleiner? Ricky erinnert sich gerade. Alles mit Flügeln ist für Noppern besonders. Ricky isst Fliegfisch, Ricky bekommt Ärger. Von wem denn? Keiner sieht uns.
Nein, 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 nein. Danga wird bestimmt böse. Aber Ricky Bauri knurrt. Ja, dann mach doch einfach... Ich sag's doch keinem. Mach's einfach. Ja, aber du musst dir dann auch ein paar Fische abgeben. Ricky nicht froh, aber hungrig. Und Hunger stärker als Gewissen. Ricky fängt rein gleich alle Fische von der Nase weg. Ja, das war so klar. Sobald es ums Essen geht, bist du dabei. Oh. Na, hoffentlich bekommt Ricky dann keinen Ärger mit seinen Göttern oder so. Auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Ach, ich mag die beiden. Ricky und Ryan ist auch so eine tolle Kombi. So, I come off. Harmonie, Gespräche. War hier unten nicht noch irgendwo eins? Ich dachte, hier unten war noch irgendwo eins gewesen. Badum. Sieht man die normalerweise nicht auf der Karte oder erst, wenn man da ist? Ah, okay, erst, wenn man da ist, weil das war eben nämlich nicht zu sehen. Sehr mysteriös. Jo, es müsste eigentlich da hinten bei dem Brunnen sein. Ich glaube, in Alkamov gab es ziemlich viele Harmoniegespräche. 1, 2, 3 habe ich aufgeschrieben, die wir schon machen können. Okay. Da, bada. 3, wie viele gibt's hier? Jetzt muss ich jetzt kurz nachgucken. Harmoniegespräche. Oui, Alkamov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. 6 Stück. Okay, wir machen hier erstmal nur die grünen, deswegen machen wir die. Die 3 grünen erstmal. Da ist es. Fiora und Dunben. Fiora, das heißt, wir brauchen Fiora. Fiora, hi. Geschwistergespräch. Mal schauen, ob sie auch über Geschenke reden. Bruder und Schwester. Ich sag doch Geschwistergespräch. Alkamov ist schon eine tolle Stadt, oder? In der Tat. Sehr beeindruckend. Conny 9 wird zwar immer meine geliebte Heimat bleiben, aber in so einer riesigen Stadt hätte ich auch gerne mal gewohnt. Meinst du nicht, dass sie etwas zu groß für dich wäre? Wieso? Große Städte sind super. Aber nicht für dich! Das stimmt natürlich. Das klingt ziemlich... Warum sollte er sagen, nicht für sie? Das stimmt natürlich. Die Technologie hier ist wirklich beeindruckend. In einer solchen Stadt werden sicher großartige Waffen angeboten. Waffen hier, Waffen da, typisch Dunben. Waffen sind ja das Einzige, mit dem ich mich auskenne. Leider? Wir alle schulden dir und deinem Schwerthobby unser Leben. Schön, dass du das so siehst. Weißt du, ich überlege ernsthaft, hierher zu ziehen. Wirklich? Bitte nicht, Fiora, ich werde dich nie wiederfinden. Ich finde nie Leute in Alkamov. Naja, mit diesem Körper kann ich wohl kaum zurück nach Colony 9. Verständlich? Warum verständlich? Natürlich kann sie zurück. Keine Sorge. Die Bewohner von Colony 9 sind gutherzige Leute. Niemand wird sich an deiner neuen Erscheinung stören. Sicher? Ich weiß ja nicht. Ich finde, das Problem bei dieser ganzen Thematik ist, dass ihr Körper eigentlich aussieht, als würde sie eine Rüstung tragen. Sie sieht nicht anders aus, als Shulk und Ryan manchmal rumlaufen, wenn sie so in Rüstung eingepackt sind. Deswegen kommt diese ganze Thematik irgendwie nicht so gut drüber. Also so geht's mir zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Aber ich finde es immer, sie sieht nicht anders aus als die anderen. Aber die tun immer so, als würde sie aussehen wie sonst was. Ganz sicher. Ich vermute, sie werden deinen Körper nicht einmal bemerken. Ja, danke, Dunben, genau das. Sie werden nur dein Lächeln sehen. Das Lächeln, das schon so viele von ihnen getröstet hat. Alle werden sich freuen, dich wieder in der Kolonie zu haben. Meinst du wirklich? Danke. Es tut mir leid, Fiora. Wenn ich damals nur aufmerksamer gewesen wäre. Hör auf, du trägst keine Schuld. Außerdem gefällt mir mein neuer Körper. Ich werde mich im Handumdrehen an ihn gewöhnt haben. Also vergiss einfach, was ich vorhin gesagt habe. Ich will nicht, dass du dir Sorgen um mich machst. Fiora, würdest du wieder für mich kochen, wenn wir zu Hause sind? Natürlich. Ich werde für dich kochen und für Shulk auch. Und für Ryan bitte auch. Und das besser als je zuvor, versprochen. In dem Gespräch mit Ryan hatte sie ja sogar gekocht. In Dunbans Haus. Jo. Dann in der Halle. Halle. Große Halle in der Nähe von Le Gros. Ich habe mich ja gefragt, ob dieser Soldat Le Gros irgendwie mit Prinz Labo Labo verwandt ist, weil sie so ähnliche Namen haben.
Spielübergreifende Verwandtschaft. Tales of Phantasia und Xenoblade Chronicles. Da war doch bei Tales of Phantasia, oder? Da war bei Tales of Phantasia. Ha, so lange her. Egal. Haben wir ein Gespräch. Urväter der High-End-Tier. Fiora! Fiora! Was ist denn, Ricky? Was ist das? Ricky Gänsehaut! Ricky Gans! Wow! Ach, die Statue? Melly hat mir davon erzählt. Sie stellt einen Urvater der Haentia dar. Urvater wichtig? Urvater kann man essen? Oh Gott! Also eigentlich ist Ricky ja so ein Typ, der immer ans Essen denkt. Aber ich glaube, wenn es so um Götter und Vorfahren geht, haben die Noppern ja auch ihre Werte. Von daher... Urvater wichtig? Ja, die Urväter waren die Begründer von Melias Dynastie. Melis Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa-Pon. So in der Art. Sie sollen die Begründer der Zivilisation auf Bayonis sein. Tolles Ur-Ur-Ur-Vogelvolk. Respekt. Sag das doch auch Melia. Sie wird sich sicher freuen. Fiora, Ricky will Noppon-Kaiser werden. Noppon-Kaiser? Nicht schlecht. Und was willst du als Kaiser so alles machen? Alle Leute reich machen, Waffe gegen Dino-Beast bauen. Ich würde sagen, Hieropon beschützt alle, oder? Waffe gegen Dino-Beast bauen! Eine Waffe gegen die Telefia? Keine schlechte Idee. Muss alle vor Dino-Beast beschützen. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Soll Ricky erzählen, wie Waffe funktioniert? Da bin ich aber gespannt. Ätherkristalle, lecker Schmecker für Dino-Beast! Noppon legen Kristalle auf Boden, damit Dino-Beast kommen. Sobald Dino-Beast da sind, zieht Ricky Hebel. Und bumm, Boden geht auf. Telefia fällt in ein Loch. Noppon schaufelt ein Loch zu, Dino-Beast weg. Das nennst du eine Waffe? Nicht gut. Dummer Plan. Naja, wie soll ich sagen? Willst du die Waffenentwicklung nicht lieber Schulk überlassen? Es gibt sicher anderes, was du besser kannst. Na gut, Ricky will gut dein Noppon-Kaiser sein. Wenn man Telefia so fangen könnte, hätten wir es leichter. Das stimmt, vor allem ist das keine... Es ist keine Waffe, Ricky, sondern es ist also meinetwegen ein Fangplan oder eine Strategie, aber es ist keine Waffe, wenn ich sage, ich buddel ein Loch und er fällt da rein. Kaiserliche Villa. Plopp. Fiora und Melia jederzeit. Fiora und Melli. Melli. Ist auch eine interessante Kombi, Fiora und Melia. Schauen wir mal, ich habe keine Ahnung, was die beiden zu reden haben. Vielleicht über Schulk. Ha, oh oh. In Melias Palast. Dies ist die kaiserliche Villa. Hier habe ich mit meiner Frau und Mutter meine Kindheit verbracht. Oh wow, ich war noch nie an so einem vornehmen Ort. Darf ich wirklich einfach so hier herumspazieren? Natürlich. Ich wollte euch diesen Ort schon eine ganze Weile zeigen. Danke. Danke. Danke, Melia. Dafür, dass du mich mit hierher genommen hast. Ich bin froh, dass ich euch es endlich zeigen konnte. Sie ist wirklich wunderschön. Aber irgendwie ist es hier so einsam. Ihr spürt es also auch. Dieser Ort ist etwas Besonderes. Man fühlt sich schnell einsam hier. Wunderscherz. Du klingst traurig. Tut mir leid, falls ich etwas Falsches gesagt haben sollte. Das habt ihr nicht. Meine Mutter ist vor einiger Zeit verstorben. Vielleicht empfinde ich diesen Ort deshalb als so einsam. Oh, deine Mutter ist tot? Meine auch. Sie starb, als ich noch klein war. Euer Bruder hat mir bereits davon erzählt. Das Zimmer meiner Mutter sieht noch genauso aus wie früher. Voller Erinnerungen und trotzdem so leer. Und der Anblick dieser Villa fühlt sich genauso an. Ich verstehe euch. Ihr habt ähnliche Erfahrungen machen müssen wie ich. Es wundert mich nicht, dass ihr die Atmosphäre ähnlich empfindet. Wahrscheinlich hast du recht. Dieser Garten ist wirklich wunderschön. Lass ihn ja gut pflegen, hörst du? Ich will ihn mir unbedingt wieder ansehen. Falls du mich je wieder einlädst, heißt das.
Das werde ich, gerne sogar. Ich bin froh, dass ihr euch hier wohlfühlt. Ihr seid eine angenehme Ausnahme. Eine angenehme Ausnahme. So, ich will mal kurz gucken. Gucken, ich bin das falsche Dings gegangen schon wieder, oder? Ich wollte auf die Harmoniegespräche. Hui. Ich glaube, die Grünen haben wir jetzt alle, aber war ja nicht eh so ein... gerade ein Blümchending, als wenn ja gerade eh ein Blümchending uns in der Nähe ist. Ja, komm auf, ja. Hui, was wir machen können. Aber die kommen ja auch nicht mal die anderen Blümchendinger. Ach, ich würde sagen, wir machen erstmal die Grünen durch und danach die anderen. Gruft noch, Berg noch, okay. Gruft. Geschichten aus der Gruft. So. War irgendwo hier. Irgendwo hier. Ich teleportiere mal hin, dann müsste ja eigentlich auf der Karte drauf sein. Jo. Hier müssen wir auch noch fertig erforschen. Da war noch ein Stück, was wir noch nicht erkundet haben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon geht oder später. Deswegen machen wir es einfach später. Ah, das war hier. Das war, glaube ich, zum Klettern. War das das? Ich glaube, das war das. Ich glaube, das war dieses Kletterdingens. Und zwar... Wo genau ist es jetzt? Ist es hier direkt mir gegenüber? Es ist da! Wupp, ja. Okay, das heißt, wir müssen hier hin. Und dann nach rechts klettern. Ich bin irritiert, weil ich es nicht sehe. Aber wahrscheinlich sieht man es von so weit weg noch nicht. Ja, so, klettern. Kletter mit deinen Flügelchen, Ricky! Hieropon Ricky, der seine krasse Waffe gegen die Telefia baut, indem er sie mit Kristallen anlockt und sie in ein Loch fallen. Das ist doch eine tolle Waffe. Aber ich meine, er wollte einen Hebel bauen, also baute er schon eine Vorrichtung zumindest. Ach, wie auch immer. Harmoniegespräch. Ryan und Melia. Ryan. Plopp. Und Melly. Aber danach fehlt nur noch eins von den Grünen. Dann haben wir die Grünen alle durch. Yay! Hallo. Harmoniegespräch. Das Erbe alter Tage. Ganz gleich, wie oft ich diesen Ort auch aufsuche. Er erscheint mir stets aufs Neue mystisch und beeindruckend. Ja, es ist ein nettes Eckchen hier. Aber dass es so alt sein soll... Findet sich bei eurer Kolonie nicht ebenfalls alte Architektur? Nö, nie welche gesehen. Höchstens die Ruinen von Magmel. Aber von denen ist kaum noch was übrig. Ich verstehe. Diese Kugel, was hat die denn zu bedeuten? Die Antwort ist mir nicht bekannt. Auch mir bleibt ihr Sinn verborgen. Ja, gucken wir doch mal. Wie, du weißt das nicht? Gucken wir doch mal, ne, Ryan? Gucken wir doch mal. Kann sein, dass du das nicht mitbekommen hast. Aber dieses Ding hat uns ordentlich vermöbelt. Dann handelt es sich wohl um das Nervenzentrum der Gruft. Möglicherweise wurde das Verteidigungssystem der Gruft aktiviert. Ja, kennst du dich mit sowas aus? Das ist doch sicher Äther oder so. Möglicherweise habt ihr recht, aber wie kann das sein? Es wurde vor langer Zeit erbaut. Doch große Äthermengen konnte man erst viel später beherrschen. Ja, wir haben uns konnten so eine... Technologie echt gut gebrauchen. Teilt ihr sie mit uns? Aber ihr behaltet sie für euch. Teilt ihr sie mit uns? Wir hängen bei sowas ein bisschen hinterher, weißt du? Schwebende Städte, fliegende Maschinen. Das ist uns irgendwie zu hoch, sozusagen. Wenn ihr Technologie benötigt, teilen wir sie gerne mit euch. Die Hyentia werden sich nicht länger von anderen isolieren. Du hörst uns? Großartig. Dann hat die ewige Zylindersuche endlich ein Ende. Und vielleicht schreit er uns ja nicht mehr die ganze Zeit an. Der Kommandeur, meine ich. Euer Kommandeur erhebt seine Stimme euch gegenüber? Nur manchmal. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Meinst du, unsere Kolonie wird irgendwann auch so fliegen? Das wäre irre. Ich wollte schon immer mal alles von oben sehen. Wo waren wir gleich? Oh, natürlich. Die Hyentia und die Homs werden kooperieren. Hand in Hand werden wir die Kolonie wieder aufbauen. So zerstört ist sie eigentlich gar nicht. Unter vier Augen eine Trophäe. Wofür? Für, keine Ahnung, viele Harmoniegespräche geführt? Ah, mit 20 Harmoniegesprächen. Mit Gefährten 20 Harmoniegespräche geführt. Haha. Oh, zeige in Harmoniegesprächen deine rüpelhafte Seite. Okay, scheinbar muss ich auch mal
muss ich auch mal böse, blöde Antworten geben. Und dumme Antworten geben. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim letzten Harmoniegespräch. Bald hatten wir vorher. Dann machen wir es einmal blöd. Und einmal gut. Berg Wallach. Siegelturm. Siegelturm ist, glaube ich, hier irgendwo. Nein, doch nicht. Hier irgendwo. Ich gucke gerade links die Namen erstmal durch von den Reisepunkten. Nein. Siegelturm. Siegelturm, da. Natürlich heißt der Reisepunkt aber Harigkapelle, deswegen ist mir nicht aufgefallen, dass der Siegelturm steht. Ja, gut. So, dann suchen wir erstmal das Harmoniegespräch. Das war, glaube ich, drinnen, oder? Warst du drinnen? Ja, warst du. So, speichern wir erstmal. Und dann fühlen wir es erstmal hoffentlich gut. Und dann laden wir neu. Dann Ben und Ricky. Und dann fühlen wir es schlecht. Dann Ben und Ricky. Hieropon Ricky. Und Hom Hom Hiro Damben. Im Osselturm. Okay. Ich dachte, das ist der Siegelturm. Oh, die Kapelle. Dann. Ricky will hier weg. Viel zu brrr. Es ist wirklich bitterkalt hier. Nein, nicht so. Schon kalt. Aber Ricky meint anders. Wie denn? Rickys Instinkt sagt... Ricky bald schnupf, schnupf. Hier sind Geister. Wenn der schnupf, schnupf meinte, dann wäre es ja wohl die Kälte. Also, hier sind Geister. Verstecken sinnlos, Geister. Kommt raus. Ricky macht euch alle piffaff. Mit wem redest du? Dann. Besser nicht zu lange hier bleiben. Du hast recht. Ich spüre auch eine seltsame Präsenz. Dann kennt Geister. Ricky hat keine Angst, so wie er die Geister eben angeschrien hat. Dann kennt Geister. Vielleicht ist es an der Zeit, es dir zu erzählen. Ricky, hast du schon einmal von der Monado-Expedition gehört? Alvis hat ein bisschen erzählt. Schurk war bei Expedition dabei. Ricky sehr überrascht. Ja. Vor 14 Jahren brachen sie auf, um das Monado zu finden. Nach einer weiten Reise erreichten sie endlich diese Ruine. Aber nur einer überlebte die Expedition. Das war Schulk. Was war mit Schulks Mama und Papa? Sie haben in diesen Ruinen ihr Leben gelassen. Vielleicht hat das Monado sie nicht akzeptiert. Oder aber... Oh! Ricky spürt hier was. Schon ganze Zeit. Stimme, die ganz besorgt nach Schulk ruft. Wirklich? Deine Nobhorn-Sinne sind scharf. Ich höre gar nichts. Hier ist ganz besonderer Ort für Schulk. Ricky macht Geister lieber nicht piff-paff. Oh... Das war ein sehr süßes Gespräch. So, jetzt laden wir nochmal neu und machen aus diesem süßen Gespräch ein nicht so süßes Gespräch. Jetzt muss ich nur überlegen, welche Antwort ich gegeben hatte. Kriegen wir schon hin. Hier. Ach ja, Moment, Damben. Brauch dich in der Party. Damben, so. Bidi. Harmoniegespräch im Osselturm. Dann, Ricky will hier weg. Viel zu brrr. Es ist wirklich bitterkalt hier. Nein, nicht so. Schon kalt. Aber Ricky meint anders. Wie denn? Rickys Instinkt sagt, Ricky bald schnupf, schnupf. Geht es dir gut? Du siehst seltsam aus. Noch seltsamer als sonst. Kann nicht mehr. Ricky gleich tot. Niemand stirbt hier, Ricky. Ich hole Schala, warte hier. Ricky braucht Schleimsuppe. Schleimsuppe? Was soll das denn sein? Macht Uka immer für Ricky, wenn Ricky schnupf. Uka rührt 50 Heilkräuter rein. Suppe wie großer Schleimtropfen. Ach so, hört sich ja interessant an. Ja, will haben. Fiora hat mir auch immer Suppe gemacht, wenn ich erkältet war. Meistens hat es Wunder gewirkt. Dann soll Suppe kochen. Ricky will Fiora-Suppe. Ricky will Fiora-Suppe. Oh, das war gut. Verdammt, wir müssen das schlecht führen. Hey, Krautsuppe von Hom Hom. Ricky will probieren. Ja, warte lieber nicht zu viel. Der Geschmack ist eher gewöhnungsbedürftig. Klingt genau wie Schleimsuppe.
hilft sehr bei Schnupf, aber schmeckt bäh. Ricky kann nur aufessen, weil Okkos uns böse wird. Ja, Fiora hat mich auch immer gezwungen aufzuessen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu fügen. Oh, Leidensgenosse, Ricky froh, nicht allein zu sein. Jetzt kann Ricky glücklich sterben. Vielen Dank, Dandan. Ricky, geht's dir gut? Dein Blick ist so leer. Geh nicht ins Licht, Ricky. Oh Gott, geh nicht ins Licht, Ricky. Ah, sowas gibt's bei Xillia 2 auch. Geh nicht ins Licht, Ron. Okay, wir kriegen das noch hin. Wir kriegen es hin, fies zu sein und böse Antworten zu geben. Also Ricky Schnupf und dann nicht Fioras Suppe. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Zack. Ja, lade bitte schneller, Spiel. Der Part ist schon wieder eine halbe Stunde lang am Ende. Ich sehe es kommen. Ja. Ich lese es aber nicht nochmal alles vor. So. Ja, Ricky will hier weg. Es ist kalt. Anderes kalt. Warum denn? Rickys Instinkt sagt, Ricky bald Schnupf. Geht's dir gut? Und schlimmer sonst. Schleimsuppe kommt gleich. Okay, macht Schleimsuppe. Führer macht auch Suppe, wenn er krank ist. Ja. Dann soll Suppe kochen. Was? Ich soll die Suppe kochen? Bitte, Rickys Leben retten. Suppe kochen mit Heilkräutern. Meine Suppe würde dir eher das Leben nehmen, nicht retten. Ich kann nicht mehr Heilkräuter von Unkraut unterscheiden. Und von Gewürzen habe ich absolut keine Ahnung. Unkrautsuppe, bäh. Dann darf nicht immer nur Schwester kochen lassen. Muss selbstständiger werden. Ich werde mir deinen Rat zu Herzen nehmen. Trotzdem kann ich dir im Moment leider nicht helfen. Na gut, aber Ricky vergisst nicht. Ricky erwartet bald schönes Happy von Dandan. Also noch negativer kann man das Gespräch nicht führen, oder? Trophäe, Herz, zerreißend. War das jetzt die mit dem Führer ein schlechtes Harmoniegespräch? Jetzt bin ich schon wieder falsch. Hier. Ein völlig misslungenes Harmoniegespräch geführt. Yay, tolle Trophäe. Okay, so, dann war es das erstmal für heute. Beim nächsten Mal, ich schätze, wir machen weiter mit der Hauptstory. Also wir machen auf jeden Fall weiter mit der Hauptstory. Eventuell machen wir vorher noch was anderes. Ich peile nochmal die Lage mit den Harmoniegesprächen, ob wir da noch was machen oder nicht. Oder ob wir sie alle aufheben fürs nächste Mal. Also fürs irgendwann später. Oh Gott, Chaos. Auf jeden Fall Hauptstory. Vielleicht nicht von Anfang an, aber auf jeden Fall Hauptstory. Also dann, ciao.